So, hallo liebe Freunde, willkommen wieder zurück zu Twilight Princess. Ich habe offscreen jetzt mal so lange gewartet, bis es wieder Nacht geworden ist und ich muss mich jetzt doch wirklich beeilen, weil ich will mir hier nämlich noch alle Geisterseelen am Hylia-See schnappen und ich muss mich insofern beeilen, weil ja die kleinen Phantome nur so lange hier zu sehen sind, wie es Nacht ist. Und die erste Geisterseele, die ich mir gleich zu Beginn dieses Parts holen werde, befindet sich hier auf der kleinen Insel am Westufer des Sees, nämlich da vorne. Und die werde ich mir jetzt auch gleich schnappen. So, komm her. Na los, komm her. Und zack. So, und daneben. So, und her mit der Geisterseele. So, und jetzt werde ich einen kleinen Trick anwenden. Ich werde mich jetzt einfach mal so wieder zum Hylia-See warpen, um einfach Wegzeit zu sparen, weil Link ist jetzt nicht gerade der schnellste. So, jetzt habe ich einfach den Weg abgekürzt, auch wenn das eine eigenartige Taktik von mir ist, aber so habe ich mir mal den Weg erspart. Ach komm, ich muss mich zurückverwandeln. So, ich habe wirklich keine Zeit zu verlieren. Ich muss wirklich so schnell wie möglich jetzt mal hierhin zu Tobi. So, ja, natürlich möchte ich einmal mit deiner Kanone fliegen. So, die Zwischensequenz wird abgebrochen. Also wundert euch nicht, warum ich jetzt hier ein bisschen gehetzt reagiere, aber ich muss mich wirklich beeilen, bevor die Sonne aufgeht. Will ich es versuchen, alle Geisterseelen hier noch einzusammeln? So, ja, ich muss wieder 20 Rubine zahlen. So, dann brauche ich mir wieder nur einen Huhn zu schnappen. Und dann einmal hier runter zu springen. Und zum Holzplateau da unten fliegen. Das natürlich so schnell wie möglich, aber eben so, dass ich auch wirklich weiter oben lande. So, einfach hier am besten mal fallen lassen. Genau, hat mir zwar jetzt ein bisschen Energie abgezogen, aber ist egal. Hier haben wir die nächste Laterne und das nächste kleine Phantom. Ja, und hier muss man, wie gesagt, aufpassen, dass man nicht von der Plattform runterfällt. Kleines Mistvieh. So. So, das wäre die zweite Geisterseele. Als nächstes muss ich noch einmal nach oben. Also, ich muss zweimal mit einem Huhn fliegen, weil die nächste Geisterseele befindet sich auf einem Vorsprung direkt unter der Hühnerflugsstation. Und da komme ich auch nur mit einem Huhn hin. So, das heißt, ich bezahle hier nochmal 10 Rubine, lass mich wieder nach oben schießen. Und dann muss ich wieder mit einem Huhn darunter fliegen. Aber ich werde euch gleich zeigen, wo genau sich dieser Vorsprung befindet. So, ich hoffe, dass sich das wirklich in einem Zug schön ausgeht, bevor die Sonne aufgeht. So, komm her. Na, komm schon. So, jetzt wieder hier abspringen und jetzt aber einmal rundherum sich umdrehen. Und hier unten ist der Vorsprung. Da muss man halt, wie gesagt, mit einem Huhn hinfliegen. Ja, also dieses kleine Phantom hat sich schon etwas raffinierter versteckt, muss ich jetzt sagen. So, hier. Wieder schön zum Wolf werden. Und komm her. Na los, komm her. Und autsch. Ah, ich hasse das, wenn die mich immer treffen. Und zack. So, und her mit der Geisterseele. Dann stürze ich mich gleich wieder in die Fluten, weil jetzt muss ich so schnell wie möglich ans Westufer kommen, oder besser gesagt ans südliche Ufer, weil die vierte und letzte Geisterseele, die ich mir jetzt unbedingt noch holen will, ist die, die sich in der Nähe des Aussichtsturms befindet, beziehungsweise in der Nähe des Eingangs von dieser Lampenhöhle, in der ich im vorigen Part gewesen bin. Und wie gesagt, es ist Beeilung angesagt, bevor die Sonne aufgeht. Ich hoffe, dass mir das etwas gebracht hat, dass ich quasi das Spiel nach dem vorigen Part beendet habe. Weil ich dann nämlich wieder automatisch. Nee, komm!
Nein! Ich will nicht mit dem blöden Vogel sprechen. Naja, nein, jetzt nicht. Bei dem Vogel hier könnte ich nämlich ein Minispiel spielen, um mein Herzteil zu gewinnen, aber das will ich erst später machen. Ich muss jetzt hier rauf. So, ich hoffe, das geht sich jetzt wirklich noch aus, bevor die Sonne aufgeht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich muss hier noch schnell die Leiter raufklettern. Ah, seht ihr, der Mond geht nämlich schon unter. Habe ich das Gefühl. So, und zwar dort vorne kann man die Laterne schon sehen. Das ist jetzt die vierte Geisterseele. Insgesamt gab es hier fünf, aber eine habe ich mir schon früher mal geholt. So, da vorne jetzt. Das müsste sich jetzt eigentlich noch wunderbar ausgehen. So, genau. So, komm her. Komm her, du kleine Missgeburt. Komm her. Und zack! So, komm. Na los, komm! Trau dich! Daneben! So, und her damit! Ich hab's wirklich geschafft. Sehr schön in einem Durchgang. Ich habe mich wirklich sehr beeilen müssen. Aber jetzt habe ich wirklich alle Geisterseelen vom Hyliasee, weil die eine, die ich schon ein anderes Mal eingesammelt habe, die hat sich dort drüben bei diesen Hügeln befunden. Das kann ich euch trotzdem noch einmal zeigen. Für die, die den anderen Part nicht gesehen haben sollten, gibt es ein weiteres Phantom hier in diesem Bereich. Glaube ich jetzt mal, oder war das weiter da drüben? Ich glaube, das war weiter da drüben. Moment. Genau, das war dort drüben. Dort auf diesem Felsvorsprung gab es auch ein Phantom, was ich aber schon in einem anderen Part erledigt habe und mir die Geisterseele geschnappt habe. Also dazu muss man hier so lang und dann dort rüberspringen. Und dort oben war das Phantom dann. Aber das habe ich, wie gesagt, auch schon erledigt. Also insgesamt kann man fünf Geisterseelen am Hyliasee finden. Die habe ich jetzt alle beisammen. Und insgesamt habe ich sogar schon 31 Geisterseelen. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt gleich mal das Minispiel beim Vogel, um mir ein weiteres Herzteil zu verdienen. Dazu muss ich ein Wolf sein, weil ich natürlich nur als Wolf mit Tieren sprechen kann. So, und die kann an mehreren Orten am Hyliasee auftauchen, unter anderem hier, wo es dieses Flötengras gibt. Oh, da bist du ja wieder. Oh, willst du etwa noch irgendetwas anderes von mir? Ja, ich möchte mir mal die Regeln anhören von deinem Minispiel. Dieses Spiel besteht darin, schnell das Ziel zu erreichen, dabei möglichst viele Luftballons kaputt zu machen. Du bekommst für Melonen einen Punkt, für Orangen 3 Punkte und für Erdbeeren 10 Punkte. Ach ja, wenn du mehrere Ballons der gleichen Sorte hintereinander kaputt machst, bekommst du die doppelte Punktzahl. Wenn du mittendrin aufhörst, ist es egal, wie viele Punkte du vorher hattest. Das Ergebnis ist dann 0 Punkte. Neustart mit B. Wenn du mehr als 10.000 Punkte erreichst, bekommst du etwas. Aber das schaffst du eh nie. Also dann, sobald du abhebst, beginnt das Spiel. Ja genau, hier muss ich jetzt quasi einen Vogel herbeirufen, der mich dann quasi wieder den Wasserfall des Zorros entlang trägt. So, und da ist er auch schon. Wichtig ist, dass man eben vorhin mit dem kleinen Vogel da spricht, weil sonst, glaube ich, startet das Minispiel gar nicht. So. Gut, Zeit habe ich eigentlich keine. Also ich habe kein Zeitlimit. Und wie gesagt, wenn ich mehrere Obstsorten derselben Sorte hintereinander einsammle, dann werden meine Punkte jedes Mal verdoppelt. Und ja, ich sollte natürlich nicht abstürzen. Und der Trick ist eigentlich, um 10.000 Punkte zu bekommen, dass man einfach eine lange Reihe nur Erdbeeren einsammelt, weil die ja jedes Mal 10 Punkte einbringen. Also die erste bringt jetzt nur 10 Punkte ein, aber wenn ich jetzt die alle einsammle, dann habe ich hier 20, 40, 80, 160 und das geht quasi immer so weiter. Also man sollte aufpassen, dass man kein anderes Obst mehr berührt, sondern wirklich nur Erdbeeren einsammelt, weil die Punkte hier wirklich jedes Mal verdoppelt werden und da kann man wirklich sehr schön die 10.000 Punkte erreichen. Jedenfalls habe ich das früher immer so gemacht. So, hier ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil man hier sehr leicht genau gegen die
Wand krachen kann. So, ihr seht schon, ich ignoriere die ganzen anderen. Also die Melonen und die Kürbisse, was das jetzt da genau sein soll, diese orangenen Dinger. Ich konzentriere mich wirklich nur auf die Erdbeeren. Seht ihr? Und ich habe jetzt schon über die 10.000 Punkte. Also ich habe es eigentlich jetzt schon geschafft. Das ist eigentlich total einfach, wenn man das berücksichtigt, dass man nur Erdbeeren einsammelt. Also ich müsste jetzt eigentlich theoretisch gar kein Obst mehr einsammeln, weil für 10.000 Punkte bekomme ich schon das Herzteil. Und sollte ich das Spiel dann später noch einmal schaffen und meinen Highscore knacken, dann bekomme ich, glaube ich, jedes Mal noch 100 Rubine extra. So, seht ihr? Ich habe über 25.000 Punkte. So, jetzt müsste der kleine Vogel wieder kommen. Die heißt eigentlich Christa. Also der kleine Vogel, nicht der große. Sondern sie hier. So, na, was sagst du jetzt zu meiner Punktzahl? Hm? Unglaublich! 25.614 Punkte! Ah, du hast über 10.000 Punkte. Hier, nimm das dafür. Denk jetzt aber bloß nicht, dass ich dir das gebe, weil ich dich so besonders mag oder so. Und das Herzl gehört mir. Na, das ist doch toll, oder? Und vielleicht schaffst du ja noch die Höchstpunktzahl. Willst du es noch einmal versuchen? Nö, danke. Oh. Ja, oh. Also wie gesagt, einen anderen Preis außer Geld bekäme ich nicht. Deswegen habe ich das jetzt nur gemacht, um das Herzteil zu bekommen. Und da ich schon mal hier bin, kann ich noch einmal ein anderes Minispiel von Tena spielen. Also mit diesem Kanufahren hier. Also wenn wir uns zurückerinnern, ich habe hier schon mal ihr geholfen. Oh, willkommen! Dank dir konnte ich endlich mein Geschäft wieder eröffnen. Ich kann dir zwar nichts anbieten, aber mach es dir ruhig bequem. Natürlich kannst du dir auch ein Boot mieten. Lass es mich einfach wissen, wenn du willst. Ja, anfangs habe ich ja hier den Fluss mit Bombenpfeilen wieder frei gemacht und habe dann eine weitere Bombentasche bekommen. Und wenn ich dieses Minispiel, was ich jetzt spielen muss, gewinne, also wenn ich da eine bestimmte Punktzahl habe, dann wird die Kapazität von all meinen drei Bombentaschen verdoppelt. Also, und das will ich natürlich auch machen. So. Eine Kanufahrt auf dem Fluss mit Begleitung kostet 20 Rubine, willst du? Ja, natürlich. Also gut, steig ein. Alles klar, also dann, gute Fahrt. So. Dieses Minispiel ist jetzt natürlich anders. Und zwar muss ich mit Bombenpfeilen auf diese Krüge da ballern. Also das sind irgendwelche Krüge oder Vasen, die jetzt hier gleich überall über dem Fluss hängen werden. Und die muss ich natürlich treffen. Ich glaube, ich muss insgesamt 20 oder 25 Punkte machen. So, gelbe Vasen zählen einen Punkt, aber es gibt auch rote, die zählen dann, glaube ich, zwei Punkte, soweit ich weiß. Und ich will natürlich versuchen, so viele wie möglich zu treffen. So, und ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich nicht auch Punkte wieder verlieren kann, wenn ich gegen ein Hindernis oder gegen die Wand pralle. So, muss ich versuchen, hier ganz vorsichtig zu fahren. Auch wenn das nicht gerade einfach sein wird mit dieser starken Strömung hier. Also die Steuerung, habe ich hier noch nie gemacht. So, seht ihr, da vorne ist jetzt ein roter Krug. Und wenn ich den treffe, dann, genau, habe ich zwei Punkte bekommen. So. Also ich glaube, das waren jetzt, ich weiß wie gesagt nicht, ob es nur 20 Punkte oder 25 Punkte sein müssen, damit man eben die Kapazität der Bombentaschen verdoppeln kann. So. Erstmal hier rundherum fahren. Zum Glück habe ich unendlich Bombenpfeile. Das finde ich schon mal schön. So, da vorne haben wir noch eine. So, und da oben haben wir noch eine schöne rote. So, 13 Punkte. 14. Vorsicht, ich habe wirklich Angst, dass ich Punkte abgezogen bekomme, wenn ich gegen ein Hindernis knalle. Deswegen muss ich wirklich hier vorsichtig sein. So, 15 Punkte habe ich erst, aber die Fahrt geht ja noch eine Weile. Au, ja, seht ihr, wenn ich wo... Au, verdammt, nein, wenn ich wo... Au! Wenn ich wo gegen knalle, dann verliere ich Punkte. Seht ihr, das ist das Schwierige an diesem Spiel. Autsch! Mann, verdammt, ich hatte so schön viele Punkte gerade.
Oh, jetzt kann ich das wieder alles neu machen. Also, ich kann euch nicht garantieren, dass ich das beim ersten Versuch schaffe. Vielleicht muss ich es auch noch einmal probieren. Nein, nein! Ja, Vorsicht! Oh, ich bin da so schlecht in diesem Spiel, also in diesem Kanufahren, meine ich. So, ich hoffe, dass vielleicht 20... Au, verdammt! Das... Au, nein! Dass 20 Punkte vielleicht wirklich ausreichen. Ah, seht ihr? Oh, wie soll man denn so fahren können? So, bitte lasst 20 Punkte genug sein. So, 21 Punkte. Mal sehen, ob das mit 20 Punkten genügt hätte oder ob ich mehr bräuchte. So, bitte, bitte lass es genug Punkte sein. Ich habe 21 Punkte, ich habe über 20. Wenn nicht, muss ich es halt noch einmal probieren. So, und? Habe ich was gewonnen? Gut gemacht! Du hast auf deiner Abfahrt insgesamt 21 Punkte erzielt. Da tut mir... Ja, habe ich es doch gewusst. 25 Punkte. Na dann gleich nochmal probieren. Ich muss es nochmal machen. Tut mir leid. Ja, also verstanden. Stößt du gegen die Wand, gibt es Punktabzug, du verlierst einen Punkt. Vergiss das nicht. Ach ja... Ich hätte es mir gleich denken können. Also ich brauche 25 Punkte, damit ich die Kapazität aller Bombentaschen verdoppeln kann. Also das ist das Schwierige hieran. Wenigstens kann ich keine Minuspunkte haben. Das wäre noch fieser. Weil ihr seht schon, das ist so schwer hier das Boot zu steuern. Ihr habt schon gesehen, wirklich sehr viele Krüge gibt es eigentlich nicht. Also... Man muss wirklich aufpassen, dass man so selten wie möglich irgendwo gegenknallt. Oder am besten natürlich gar nicht, aber... Seht ihr? Es ist so blöd. Also die Steuerung hätten sie etwas besser machen können, die Entwickler. Das kann auch sein, dass ich mich einfach nur zu blöd anstelle. Also weiß ich ja nicht. Vielleicht gibt es sicher unter euch ein paar, die das viel, viel besser können. Ich kann es jedenfalls nicht so gut. Ich hoffe, dass ich es jetzt in diesem Durchgang schaffe. Ansonsten muss ich es halt im nächsten Part noch einmal probieren. Weil meine Aufnahmezeit ist zwar nicht begrenzt, aber ich will den Part nicht wieder überlang werden lassen, so wie den vorherigen. Der ist ja an die 24 Minuten lang geworden, soweit ich weiß. So. Ah, verdammt! Seht ihr? Nein! Nochmal. Jetzt habe ich wieder einen Punkt verloren und eine Vase habe ich überhaupt nicht erwischen können. So, komm schon. Unbedingt die Roten treffen. Nein, seht ihr? Zack. Verdammt nochmal. Verdammte Kacke. Das gibt's ja einfach nicht. Vor allem, ich knall immer so häufig gegen die Wand, wenn ich hier irgendwie hängen bleibe. So, die Stelle ist jetzt bescheuert. Verdammt. Ja. So, hier hätte es keine gegeben. Nein, Vorsicht. Vorsicht. Komm schon. Zack. Und zack. So, da waren, glaube ich, keine. So, jetzt... Nein, lieber... Nein! Ah, verdammt! Seht ihr das? Man kann hier so leicht gegen die Wand fahren. So. Ich glaube, mir fehlen noch so viele Punkte. Seht ihr? Ich kann nichts... Au! Ich kann nichts dagegen... Nein! Ah, ich kann nichts dagegen machen. Seht ihr? Ich lenke nach links und... Zack! Schön dran geht. Ach, dran gedüngelt. Das geht sicher nie mehr aus. Oder? Geht es sich aus? Nee, das geht sich nicht mehr aus. Ha, scheiße.
Na gut, dann leck mich doch. Dann mache ich das im nächsten Part, Freunde. Es tut mir leid. Ich bin so schlecht. Herr Sake, nicht gut gemacht. So. Ja, ja, 25 Punkte, die sind im Preis gegeben. Halt doch die Fresse. Okay, Freunde, ich werde das jetzt so machen, dass ich den Part jetzt beende. Und wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen, sehen wir uns an derselben Stelle nochmal. Und dann muss ich es halt nochmal probieren. Es hilft ja nichts. Also, ich will dieses Bombentaschen-Upgrade haben, weil für mich zähle ich das auch zu den 100% dazu. Also, ich hoffe, dass es mir bei meinem dritten Versuch endlich gelingen wird. Werden wir dann sehen. Und wir sehen uns selber dann das nächste Mal wieder, Freunde. Ciao!